Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde. Neue Runde, Konzentration im Schlachtfeld heute. Es geht auf die 1000 zu. Wahnsinn. Letzte Runde mit den Murlocs, weiß ich nicht. An sich hat es sich gut angefühlt, aber für ein gutes Game hat es dann leider doch nicht gereicht. Wie das so ist. So. Ja, komm, nehmen wir mal den Kurator. Mit giftig und so weiter und ist alle Typen. Und da kannst du schön einen drauf buffen. Ja, kann auch was werden. Oder? Oder nicht? Und los! Oh nein, der Kaffee ist fast leer. Alles ist für euch bereit, Kommandant. Drachen, Elementare, Mech und tote Wildtiere. Komm, it's time. It's time. Na, wobei. Drachen waren auch ziemlich stark, ne? Und Mechs. Na, mal sehen. Das Schöne beim Kurator ist ja, dass man ja theoretisch auch relativ simpel switchen kann. Boom. Da draußen geht es wirklich heiß her. Switch it. So. Draußen geht es wirklich heiß her. So. Ja, relativ guter Start. Euer Plan geht auf. Bum, 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 bum. Einen solchen Sieg muss man feiern. Perfekt. Perfekt. Ja, das ist ja leider nicht dauerhaft, wie wir schon festgestellt haben. Aber ist ja egal. Denn der kriegt dauerhaft einen Angriff, wenn er Schaden erleidet. Und das ist halt in Kombination ziemlich cool. Also, gute Sache.
gute Sache. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Oh no, er rastet aus. Eskalierende Hunde. Ihr liegt in Führung. Ja, das glaube ich. Ausnahmsweise glaube ich das, dass ich in Führung liege. Boah. Hund auf Doom. Geht es wirklich heiß her? Oh, lasst euch den Drilling nicht entgehen. Einfrieren. Erhaltet 3 Gold, wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt. Machen wir. Verleiten Diener an 1-1, damit wir auch den Kampf gewinnen. Und nächsten Turn. Ja, wir können leider nichts verkaufen. Dafür ist das Board zu cool. 9 Gold. Ja, vorher nochmal updaten für den Drilling wäre halt super. Aber was willst du verkaufen, ne? Ja, nüscht. Nee, das geht leider nicht. Nee, nee, ist egal. Passt. Dann kaufen wir den und den. Und dann ist das doch herrlich. Ihr seid nicht aufzuhalten. Nee, ich bin überhaupt nicht aufzuhalten. Komm her! Zack. Zehn Damage, ey, krass. Es läuft. Das läuft richtig gut, Leute. Richtig gut. Lohnt sich das? Obwohl, stimmt. Ich habe ja das mit dem Bonusgold gemacht. Ich Troll. Ja, klar. Na klar.
Siehst du, das hatte ich schon wieder vergessen. Aber mit dem geht das dann nicht mehr auf, ne? Ah ja, gut, man kann jetzt auch nicht alles haben, ne? Das ist ja schon grandios für sich selbst. So. Ja. Auch nicht schlecht. So viel Todesröcheln habe ich nicht. Nehme ich wieder den. Das. Ihr seid dran, Freund. Wechseln. Boah. Ihr seid nicht auf dauerhaft 1-1. Wenn irgendein Wildtier Schaden erleidet, ist ja auch sehr, sehr gut. Vor allem in Kombination mit den Doppelhühnchen hier. Und dem Vogel noch. Ah, wird mal wieder Zeit für einen Drilling. Eure Diener sind so mächtig wie Drachenfeuer. Hm. Aber hau. Hau, wie soll ich das jetzt machen? Ist einfach alles voll. Todesröchel? Ja, gute. Nee. Ah, jawoll. Just in time. Chicken. Zeit für eine Belohnung. So, jetzt gibt's hier noch einen Stufe 5 rein. Okay. Ja, ist egal jetzt. Dann wollen wir unseren Gästen einen gehobenen Empfang bereiten. Naja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Über den, ihr seid nicht aufzuhalten. Über den Buff hier vielleicht. Wem gebe ich denn jetzt den Spott? Oha! Oha! Irgendein Wildtier, ne? Das ist schon. Na gut, der Cleave, Dr. Cleave. Dr. Cleave, bitte an die Information. Eure Diener sind so mächtig wie Drachenfeuer. Damit mülle ich jetzt mein Board hier nicht voll. Das gibt's jetzt nicht. So. Ist das nice, ey. Das ist, also das ist. So, jetzt haben wir 4, 5. 4, 4, 4, 4, 4. Ja, schon weit vorne, könnte man sagen. Und nochmal ein Update rein gönnen. Vielleicht ein Diener dauerhaft 2 Angriff, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Ein paar neue Diener sind nie vergessen. Ja. Pass auf, ich pumpe den noch mehr auf, weil je mehr Schaden der erleiden kann, desto mehr werden meine Viecher gebufft. Was ja gut ist. Und der eskaliert auch richtig hoch.
Ist doch super. Vor allem die Hunde wieder, ne? Dauerhaft ein Angriff. Zweimal benachbarten Dienern einen Schaden zu und verleiht ihnen 4 Angriff. Das heißt, der wird in jedem Turn mindestens 4-mal alleine durch die 2 Hunde hochgebufft. 4-4 plus die, die reinfeeden. Ihr seid nicht aufzuhalten. Ne, ich bin überhaupt nicht aufzuhalten. Hoffentlich wird das jetzt endlich mal ein Win hier. Boom, boom. Boom, boom. 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 Oh, das war erstaunlich knapp. Das war erstaunlich knapp. Gar nicht gut. Wildtier, so. Oh, das in Kombination mit dem Vogel hier. Junge. Ja. Das ist der Weg. Tja, jetzt habe ich die alle schon so hochgebufft hier. Ist natürlich super schwer, mich jetzt von irgendwas zu trennen für den. Ne? Macht gar keinen Sinn eigentlich. Ich brauche einen Drilling. Eine großartige Ergänzung. Brauche einen Drilling. Ganz krass. Wir haben zum Glück immer noch 15 Max-Damage und ich habe bisher noch so gut wie gar kein Damage kassiert. Sperrt ihn einen Zug auf eure Hand und verdoppelt seine Werte. Boah, das in Kombination mit dem, ne? Da müsste ich mich eigentlich von dem Kollegen hier trennen. Wobei der halt auch richtig krass ist für die ganze Skaliererei. Ihr seht ja, was hier los ist. Denn ich glaube, dieses ein Leben hier verleiht ihnen ein Leben. Das ist nicht dauerhaft. Das hier, 2 Angriffe, ist dauerhaft. Das ist der große Unterschied. Genau, wie das ist auch dauerhaft. Das ist auch dauerhaft. Da muss man drauf achten, dass das... Komm jetzt, giftig auf den links. Ach, schade. Na gut. Nein, ist trotzdem ein Win, aber... Ja, der ist raus. Einen solchen Sieg muss man. Jetzt haben wir auch schon langsam wieder Cobra-Timing, ne? Ist schon wieder langsam an der Zeit für die Cobra. Gucken wir mal. Oh, der zweite von denen. Kampfschrei für die Wildtiere buffen wäre auch nicht verkehrt. Vor allem, wenn ich sowieso was verkaufen muss, um Platz für den zu schaffen. Andererseits hier auf den Drilling zu spekulieren, ist natürlich auch super stark. Hm. Naja, hoffen wir nochmal auf den dritten Hund. Das ist auch sehr verlockend, der hier. Ah, schwer, 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 richtig schwer. Ich meine, so cool der Kurator ist man mit dem, ne? Gründlich überdenken. Hast aber auch das große Problem, dass dir auch ein Slot auf dem Board fehlt, um irgendwas zu verkaufen. Ich könnte den hier noch weghauen, aber
Der ist jetzt auch schon so dick. Hunde und Hühnchen, die Kombo ist zu krass. Das kann ich nicht auseinanderreißen. Das hat eigentlich das ganze Game gecarried, wenn man so will. Und den finde ich eigentlich auch zu nice. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Wer vorne liegt, erregt viel Aufmerksamkeit. Seid vorsichtig. Aha. Ja, die kleinen Dinger sind natürlich perfekt für meinen Kollegen. Ja, aber der hat echt viel Wumms da. Das werde ich nicht packen. Was habt ihr als nächstes vor? Oh, die Karte habe ich auch noch nie gesehen. Zufälligen Gastassauer, wenn dieser Schaden erleidet, okay. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht nochmal updaten, glaube ich. Weil ich unbedingt diesen Drilling brauche hier, ne? Buff finde ich jetzt auch Quatsch. Ich muss auf den Drilling spekulieren. Auf den Hund. Ich meine, das ist auch schon wieder so ein Knackpunkt, ne? Schreibt mir doch gerne mal an der Stelle in die Kommentare, wie ihr das hier lösen würdet. Diese Situation. Würdet ihr irgendwas verkaufen? Wenn ja, was? Ich bin jetzt auch nicht der krasseste Hearthstone-Spieler, aber das ist halt wieder so ein Knackpunkt, wo ich echt nicht weiß, wie man was machen soll, ne? Updaten oder... Ja, aber was bringt es, ne? Dann kriege ich eine 6er Cobra, die kann ich halt auch nicht ausspielen. Da muss ich halt irgendwas für... Der hier vielleicht. Aber der bufft auch so krass mein Board hoch. Auch gar keinen Sinn. Ja, mies, Leute. Mies. Ihr seid dran, Freund. Tja. In Führung. Naja, ich glaube, jetzt liege ich nicht mehr in Führung. Das war eine Nullrunde gerade. 135,90 mit Gottes Schild und Windzorn. Ja. Ey, Alter, mit zwei Dudes hat er mir 12 Damage reingemacht. Ich hab ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Hab ein richtiges Problem gerade. Oh. Ich glaube nicht. Das ist meine Rettung jetzt. Toll. Sicherheitsbeschränkungen deaktiviert. Ernteautomatik aktiv. Ja. Okay, machen wir es doch so.
Verleiht ihnen ein Leben. Naja. Egal. Ist jetzt sowieso, wie es ist. Komm rechts! Oh, zum Glück! Boah, wie close! Okay. Aber Top 3, Leute. Top 3. Das ist doch echt richtig gut. Top 3. So. Vergoldet einen. Boah. Oh, krass. Mach ich denn jetzt, ey? Ist eigentlich... Oh Mann, ey, es wird echt nicht leichter hier. Ja, komm, hilft nichts. Ich hab davon ja wenigstens noch einen auf der Hand. Elementar Mech Drache. Boah. Ah, mies. Der wäre super. Überraschung! Ein gutes Geschäft. Hier ist euer Gold. Glaube ich. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Nee, krass, ey. Krass, ich hab gegen den Bot verloren. Was habt ihr als nächstes vor? Ich kann's euch nicht sagen, was ich vorhab. Ich hab mich total verbaut. Guck mal, hier ist ein Drilling for free. Könnte ich mir auch holen, 369, aber macht gar keinen Sinn. Was bringt mir das? Dann kriege ich einen Sechser, der mir nichts bringt. Das hier könnte ich machen. Ah, bringt mir auch nicht so viel, ne? Der bringt eigentlich mehr hier. Als der. Mit dem könnt ihr nichts falsch machen. Der oder der? Was diese Diener hierher zieht? Drachenbabys natürlich. Ihr seid dran, Freund.
Davon der zweite. Na, ich gehe davon aus, jetzt bin ich leider sowieso raus. Ja. Ihr liegt vorne, Drachenstark. Super schwer. Ich glaube, ich hätte mich doch von dem. Aber der macht halt auf allen plus zwei Angriff dauerhaft. Ne? Das ist. Guck mal hier wieder. Dr. Cleave. Junge, Junge. Ja, okay. Krass. Platz 3. Hervorragend. Guck mal, ich bin über 1000 und Platz 3, das ist ja eigentlich super. Nur wie kommt man aus so einer Geschichte wieder raus? Ich glaube, ich hätte mich echt von dem Baum trennen sollen. Weil der ja kein Wildtier war und der eigentlich nur meine Wildtiere gebufft hat, aber selber davon nicht so groß profitiert hat. Aber naja, gut. Eure Meinung würde mich interessieren und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.